Willkommen zu Leine Bergland in Schlagzeilen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Salzhemmendorf. Am Morgen des 15.07.2022 gegen 8.20 Uhr kippte auf dem Feldweg in der Verlängerung zur Straße über dem Hagen bei Wallensen ein Sattelzug um. Der 40-jährige Fahrer des mit Kalk beladenen Sattelzugs wollte auf dem Feldweg nach links abbiegen und geriet mit den linken Rädern in den angrenzenden Graben. Hier ausgehebelt kippte der Sattelzug auf die linke Seite um. Zunächst hieß es, die im Führerhaus eingeschlossenen Personen können sich nicht selbst befreien, sodass neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr alarmiert wurde. Die leicht verletzten Personen, der 40-jährige Fahrer aus dem Landkreis Peine und seine 10-jährige Tochter, die ihn begleitete, wurden vorsorglich mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein vom Fahrzeughalter bestelltes Spezialunternehmen wird nun versuchen, den liegenden Sattelzug wieder aufzurichten. Moin moin, liebe Zuschauer. Heute sind wir hier im schönen Örtchen Rott bei Duingen. Warum? Heute wird hier nämlich eine Eröffnung gefeiert. Und zwar wird die höchste kleinste Kneipe Norddeutschlands eröffnet. Was das ist, schauen wir uns jetzt mal an. Hier sind wir jetzt mit zwei von sechs Erfindern der kleinsten, höchsten Kneipe Norddeutschlands. Habe ich das richtig? Richtig, genau, sehr gut. Genau. Marc, vielleicht erzählst du uns mal kurz, wie seid ihr denn dazu gekommen? Also circa vor 3-4 Jahren aus einer Schnapsidee entstanden, saßen wir sechs zusammen bei einem Feierabendpilz. Das Überlandwerk kam auf uns zu und wollte diesen kleinen Turm abreißen, wo früher das Überlandwerk seine Stromversorgung für Rott drin hat. Und wir haben gesagt, da lässt sich was draus machen. Und so ist die Idee entstanden. Und dann haben wir in 2,5 Jahren mühevoller Arbeit mit viel Spaß aus dem Transformatorenhäuschen die kleinste, höchste Kneipe Norddeutschlands gemacht. Genau. Sebastian, heute ist ja hier die Möglichkeit, diese Kneipe zu besichtigen. Aber ich habe gerade gehört, das soll in Zukunft auch angeboten werden. Genau. Also wir haben erstmal die 4 Sonntage im August von 10 bis 12 Uhr zur Besichtigung offen. Und vielleicht schaffen wir es ja bis dahin, dass wir hinterher nochmal sagen können, wir können auch offiziell einmal im Monat ein Bierchen ausschenken. Aber da müssen wir also mal die vertraglichen Sachen klären. Okay, das wäre ja super. Wie viele Personen können ihr da gleichzeitig drin verweilen? Also im Erdgeschoss ist es ausgelegt für 6 Personen und im Obergeschoss, wenn man sich schön zusammenkuschelt, im Separé für 5 Personen. Insgesamt 11. Reicht also für die Nationalmannschaft zum Beispiel, wäre kein Problem. Für die Fußball-Damenmannschaft kein Problem. Ja, wunderbar. Falls sie denn kommen, sind wir natürlich auch dabei. Und jetzt werfen wir mal einen Blick ins Innere. Das ist unser Farbeimer von innen, ja? Unsere 4,56 Quadratmeter, die wir hier geschaffen haben. Wunderbar. Da steht auch schon jemand auf der Leiter. Man sieht nur die Beine. Wo geht's hier hin? Oben ist unsere Lounge, da haben wir halt noch Sitzgelegenheiten für 4 bis 6 Personen, je nachdem, wie dicht man sich stapeln möchte. Und ja, hier unten stehen halt eigentlich nochmal 6 Barhocker, aber die haben wir heute aus Platzgründen halt entfernt. Und 6 halt, weil wir halt so ein 6er-Trupp sind, die das halt ins Leben gerufen haben. Was ist denn das da? Das ist unser Bieraufzug. Ja, hab ich schon gesehen. Genau. Für alle, die oben ein kühles Getränk genießen möchten, die Möglichkeit geschaffen, weil wir uns gedacht haben, es ist natürlich viel zu gefährlich, an der Leiter sein Bier mit nach oben zu nehmen. Habt ihr das selbst gebaut? Das habe ich gebaut. Ein Bier? Das sind ja 2. Das ist mein Kunstwerk. Ja, wir haben da oben, also das Loch war ursprünglich dafür da, um mal Kabel von oben nach unten zu kriegen. Und wir wollten das Loch erst zumauern. Und dann hat jemand die Idee gehabt, du machst sowas mit Metall, kannst du nicht was bauen. Und daraus ist dann halt das entstanden. Also allein in dem Aufzug stecken ungefähr 60 Stunden Arbeit drin. Ja, dann wünschen wir natürlich der kleinsten, höchsten Kneipe Norddeutschland alles Gute und gutes Gelingen. Grüß euch. Prost. Lamm Springe. Seit 2007 findet in Lamm Springe alle 3 Jahre im Juni ein historisches Dreschfest auf dem wunderschönen Klosterhof statt. Ziel der Veranstaltung ist es, jung und alt die oft mühsame Getreideernte und Verarbeitung vergangener Zeiten näher zu bringen.
In Lamspringe gab es mit der Firma Fricke einen großen Dreschmaschinenhersteller, deren Maschinen in ganz Europa im Einsatz waren. Und auch der Landmaschinenhandel Ebrecht baute Dreschmaschinen von hoher Qualität. Arbeitsgemeinschaft Historisches Dreschfest besitzt insgesamt 10 Maschinen dieser Firmen, die alle auf dem Dreschfest gezeigt werden und teilweise im Einsatz sind. Die Lamspringer Firma Karl Hoffmeister baut bereits seit 40 Jahren erfolgreich Gewerbebauten, Objektbauten und private Wohnhäuser in der modernen und zukunftsgerechten Holzrahmenbauweise. Mit einem Team aus über 40 Mitarbeitern verbindet Karl Hoffmeister Know-how mit handwerklicher Kompetenz und fundiertem Architekturverständnis. Auf dem diesjährigen Dreschfest verkaufte Karl Hoffmeister selbstgefertigte Sitzbänke aus Holz sowie Nistkästen. Den Erlös aus dem Verkauf in Höhe von 1.800 Euro spendete das Lamspringer Unternehmen kürzlich an die Dreschfest AG, die wiederum das Geld an die Lamspringer Vereine verteilen wird. Banteln. Am 23.07.2022 findet ab 18 Uhr eine Benefits-Rock-Veranstaltung zugunsten der Flüchtlingshilfe in der Samtgemeinde Leine-Bergland auf dem Bürgertreff in Banteln statt. Es werden 3 Bands aus der Region zu hören und zu sehen sein, die mit unterschiedlichen Darbietungen für ein breites Musikspektrum für Jung und Alt sorgen. Um 18.30 Uhr spielen die Folkstones mit 4-stimmigem Gesang und 2 Gitarren aus Lauenstein. Um 20 Uhr geht es weiter mit Willenlos aus Gronau, um den Sänger Peter Gleisberg und um 21.30 Uhr schließlich spielt Django Square. Die Bands stellen sich ohne Gage für diesen guten Zweck zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten, mit denen verschiedene Integrationsprojekte für Flüchtlinge in der Samtgemeinde Leine-Bergland finanziert werden sollen. Göttingen, der Great Barrier Run. Powered by Cube Store Göttingen am 17.09.2022 steuert mit aktuell über 3000 Anmeldungen auf einen neuen Teilnehmerrekord zu. Alleine beim Kinderlauf, dem Great Barrier Run Kids, werden im Rahmen der Sparkasse Göttingen Trophy über 400 Kinder gemeinsam mit einem Elternteil an den Start gehen, zeigt sich Lukas Dannenberg, Mitorganisator des Great Barrier Run, sehr erfreut über den Stand der Anmeldung. Zahlreiche Anmeldungen von Firmen, Vereinen und Schulen aus Göttingen und der ganzen Region Südniedersachsens versprechen schon jetzt einen fantastischen Teamsporttag für alle Hindernislauf-Fans. Wer sich noch entscheiden will, teilzunehmen, sollte sich beeilen, da die Anmeldefrist am 31.07.2022 endet. Die Anmeldung für den Great Barrier Run 2022 kann auf www.great-barrier-run.de vorgenommen werden. Und wie in jedem Jahr gibt es für Teams ab 5 Personen einen Rabatt von 20%. Viel Spaß dabei. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, lohnt es sich auch immer auf Leine-Bergland TV mal nach interessanten Jobs oder Ausbildungsstellen zu schauen. Hier unsere aktuellen Gesuche. Das Johanniter-Krankenhaus in Gronau sucht eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter für den Reinigungsdienst. Nähere Infos dazu finden Sie auf der Webseite des Krankenhauses. Die Kartonfabrik Kajade ist seit mehr als 30 Jahren ihr professioneller Partner im Bereich Grau- und Braunkarton. Das Unternehmen steht für sehr gute Qualität, erstklassigen Service und eine sehr hohe Flexibilität. Gesucht wird dort ein Industriemechaniker bzw. eine Mechanikerin und ein Betriebsschlosser oder eine Schlosserin. Idealerweise verfügen Sie über eine entsprechende fachliche Ausbildung. Es erwartet Sie ein langfristiger und sicherer Arbeitsplatz in einem mittelständischen Familienunternehmen sowie eine Vergütung nach dem IGBCE-Tarif. Weitere Infos erhalten Sie auf www.kartonfabrikkajade.de. Alle Anzeigen finden Sie natürlich wie gewohnt auch nochmal in Ruhe zum Nachlesen auf unserer Webseite www.leineberglandt-tv.de. Und wenn Sie stets auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Facebook, YouTube, Instagram und oder Twitter. Und schauen Sie auf unsere Webseite. Dort gibt es neben den Videos auch noch weitere Infos aus unserer Region, Porträts von Unternehmen, Jobanzeigen, Pressemeldungen und vieles mehr. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, lassen Sie uns gern ein Like da.